und noch vom Hafen. Hier hat sich das relativ gut zusammengebunden. Aber trotzdem ist es total locker geworden. Die Dinge müssen mal vertrocknet sein. Und da muss ich nochmal anfangen. So. Ja, ein paar Steine hingemacht. Hatte aus den Eingang einen anderen. Hier so. Oh, ich wollte es dann schön versteckt haben. Habe ich dann so einen Hütteneingang gemacht. Versteckten. Balken gemacht. Hier oben können wir auch noch ein gutes Dach vorstellen. Hier habe ich dann den First mit dem Holzstück. Ist drauf geschraubt. Hier, falls es reinregnet, habe ich hier sowas gemacht, damit das dann versickert. Lehmboden mit Pferdescheiße gemischt. Und dann noch mit Sägemehl. So, hier sind die Verbindungen. Habe ich dann mal nachmachen müssen. Habe ich aus Metall dann, weil es so durchrutscht. Ist schwierig. Weiß nicht, wie das mit dem Bambus machen. Der ist vielleicht getroffen zuvor. Habe ich dann auch hier mit Draht mal immer zusammengefallen. Habe ich auch zugemacht. Habe dann da hinten in den Felsen mit so einem Nagel festgemacht, reingebohrt. Hatte ich erst nie, deswegen ist vielleicht zusammengefahren. Und hier habe ich auch nochmal die Wand von hier unten dann mit diesem Draht. Immer war es so komplett zusammengefahren. Und das wurde mal, sind die Dinger abgerutscht. Da habe ich dann hier nochmal mit Draht verstärkt. Damit es mir rutscht, habe ich es hochgezogen. So, und hier vorne noch die Verstärkung reingemacht. Oh. Herrlich der Boden. Der ist jetzt schön warm. Also unten drunter so eine Betonfläche. Genau, das ist der Ausblick. Das ist natürlich schön unfassbar. Aus dem Haus raus, dieser Ausblick.